Radweg verbessern, das Einreicher FDP-Fraktion. Die FDP-Fraktion würde einreichen, danach Ergänzungsanträge Linke könnten wir vorziehen, wenn nicht in der Fraktionsrunde gewünscht. Und dann muss ich noch kurz fragen, wer übernimmt den Ergänzungsantrag Dissidenten? Verzichtet. Okay, dann machen wir los mit Holger Zastrow. Bitte schön. Ja, Herr Erster Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Radwege sind ja bei uns mein Thema. Wurde mir allerdings von meinem neuen Fraktionsvorsitzenden ja geklaut jetzt in der Debatte. Aber jetzt darf ich nochmal. Der Antrag liegt ja schon ganz lange. Bin froh, dass wir heute mal dazukommen, ihn abschließend zu besprechen. Geht eigentlich nur um eine Kleinigkeit und etwas, was, glaube ich, der Mehrheit in diesem Rat doch am Herzen liegen sollte, nämlich um mehr Sicherheit auf dem wichtigsten, zumindest mal beliebtesten und eigentlich auch sichersten Radweg, den wir in Dresden haben, nämlich auf dem Elberadweg. Denn jeder, der sich mit dem Rad durch die Stadt bewegt und es von seinen Wegebeziehungen es klappt, nutzt natürlich am liebsten diesen Weg, weil man dort sich ganz gut in der Natur bewegen kann, weil man dort weit weg ist vom Verkehr. Und auch diejenigen, die Richtung Bühlau wollen, fahren ja in der Regel lieber unten am Elberadweg, so wie ich es mache, und dann lieber die Grundstraße hoch. Das ist besser, als wenn du dich selbst jetzt über den neuen Radweg auf der Bautzer lang quälst. Deswegen sieht man dort auch kaum jemanden und sieht relativ viel Verkehr unten an der Elbe. Ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt. Trotz alledem hat dieser Weg mit etwas zu kämpfen, nämlich mit einer teilweisen Übernutzung schon. Der Weg soll ja eigentlich, zumindest auf der Johannstädter Seite, auch erweitert werden. Das haben wir, glaube ich, vor 12 Jahren beschlossen. Das Geld dafür stand auch zur Verfügung. Es gibt immer noch einen Streit mit umweltrechtlichen Herausforderungen, warum das noch nicht umgesetzt worden ist. Aber der Radverkehr hat zugenommen und dann sind natürlich auf diesem Elbe-Rad- und Fußweg, wie er ja in Wirklichkeit heißt, nicht nur Radfahrer unterwegs, sondern Fußgänger, Spaziergänger, Jogger, alles Mögliche, Skater, Menschen mit Kinderwagen, Hunde trifft man dort, alles Mögliche. Und deswegen haben wir die Situation, dass gerade am Wochenende, wenn schönes Wetter ist, die allermeisten ihn schon gar nicht mehr so gerne nutzen, weil es einfach zu voll ist. So, das ist nun mal so, ist ein attraktiver Weg, zu voll, müsste ausgebaut werden, ist ein anderes Thema. Ganz besonders kritisch ist es aber, wenn es in den Abendstunden stattfindet. Jetzt wird es ja langsam wieder heller, aber wer so im zeitigen Frühjahr oder im Herbst unterwegs ist, noch von Arbeit kommt und mit dem Rad langfährt oder joggt, dann wird das richtig kritisch. Gerade in dem Gebiet, wenn man vom Blauen Wunder Richtung Fährgarten Johannstadt unterwegs ist, da ist der Elbradweg relativ schmal. Und dort zu erkennen, was dir entgegenkommt bei dieser Dunkelheit, ist nicht so leicht. Erstens, weil sowohl Jogger, Hundeausführer, Radfahrer oft ohne Licht unterwegs sind. Und zweitens, weil eine Ablenkfunktion wenige Fahrradlampen haben und auch weniger Joggerlampen. Dass man da die Hand mal nehmen muss und die Lampe runterdrückt, machen leider die wenigsten. Ich mache das, weil ich das als Autofahrer und Motorradfahrer natürlich kenne und gewohnt bin. Aber es macht nicht jeder. Du kriegst dort manchmal ein Licht ins Gesicht, da wundert man sich. Deswegen ist unser Vorschlag, vor allem jetzt auch in dem geänderten Antrag, ja, ist ein bisschen abgeschwächt worden durch die Beiträge auch aus einigen Stadtbezirksbeiräten, jetzt mal zu schauen, an welchen Stellen des Elberadwegs besondere Gefährdungssituationen sind. Also nach dem Blauen Wunder Richtung Fährgarten Johannstadt, Richtung Waldschützenbrücke ist bestimmt so eine Stelle, aber das soll die Verwaltung jetzt mal in Ruhe machen und dann mal schauen, in Form einer Machbarkeitsliste, Prioritätenliste, ob wir in den nächsten Jahren uns vornehmen können, an einigen Stellen mit einer leichten Beleuchtung, muss ja vielleicht auch nicht so ein Dienststrahler sein, vielleicht fällt uns auch mal was Einfacheres rein, dafür zu sorgen, dass wir in den Abendstunden, vor allem im Winter und im Herbst und im Frühjahr, etwas mehr Sicherheit bekommen. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung und Ihre Zustimmung. Eine Änderung würde ich gerne noch vornehmen wollen, weil natürlich die Gefährdungsbereiche nicht bis 30. März zu identifizieren sind, würde ich das gerne bis zum 31. Juli ändern wollen. Ich glaube, das ist im Sinne der Verwaltung. Ansonsten bitte ich freundlich um Ihre Zustimmung. Danke. Okay, habe ich notiert. Vielen Dank, die Linke. Dann gleich in Doppelfunktion, Ergänzungsantrag plus Rede. Walter Wermuth. Ja, Herr Erster Bürgermeister, sehr verehrte Damen und Herren, für so einen kleinen Antrag, da reicht einmal reden.
wenn nicht noch irgendwelche Zwischenfälle passieren. Ja, Herr Zastrow, Sie werden langsam alt. Früher mal im Prinzip die FDP für Risiko, für im Prinzip Freiheit, und jetzt enden Sie beim Nachtleuchtenstaat. Wir wollen da gar keine Spielverderber sein. Sicherheit zieht ja heute bei allem. Also wenn man im Prinzip heute was will, also man kriegt es ja nicht mehr mit hin, irgendwie mit Freiheit oder so. Sicherheit ist ja auf allen Gebieten, werden überall die Gefahren heraufbeschworen, die in unserer Gesellschaft lauern. Wie gesagt, aber einmal ist natürlich interessant, Sie verweisen ja richtigerweise auf den Paragraphen 41a des Bundesnaturschutzgesetzes, Beleuchtung in Naturschutzgebieten, Flora, Fauna, Habitat, Vogelschutzgebiet. Da ist ja einiges los am Elberad und Wanderweg, wie er wirklich heißt. Und die salomonische Formel, also dieser Paragraph verbietet nichts, aber die salomonische Formel ist dort drin in dem Gesetz, die Beleuchtung darf nicht leuchten. Das ist also ein bisschen kluge Bauerntochter, also jenseits des Weges und auf dem Weg, die Beleuchtung darf nicht leuchten. Dann wollen wir natürlich mal wissen, wie das dann funktioniert. Nun gibt es da gewisse Entwicklungen, dass probiert wird, mit Frequenzen zu arbeiten, also vor allen Dingen Rotlicht, die Insekten nicht mehr so anziehen. Das ist ja im Prinzip die Problematik im Naturschutzgebiet, dass Insekten sich dann an diesen Lampen im Prinzip zu Tode bringen, weil sie da nicht davon loskommen. Insofern sind wir da auch skeptisch, ob das in den Fragen der Lichtverschmutzung eigentlich so gut ist. Es kommt ja auch noch dazu, Sie nehmen dem Elberad und Wanderweg des Nachts vor den Elbschlössern die letzte Romantik, Herr Zastrow, mit diesem Antrag. Aber auch da wollen wir im Prinzip die Sicherheit vorgehen lassen. Was natürlich noch problematisch ist, diese Beleuchtungskörper brauchen ja in irgendeiner Form Masten, um da auch eine gewisse, wie man sagen, Leuchtkegel zu werfen. Wie das im Flutgebiet bewerkstelligt wird, ist uns auch nicht ganz klar. Das hätten wir auch gerne berichtet. Vielleicht funktioniert es ja irgendwo, vielleicht schwebt das oder die Lampen schwimmen dann auf. Keine Ahnung, sie dürfen ja im Prinzip dann nicht den Abfluss behindern. Sie dürfen nicht dazu führen, dass dort sich Dinge verfangen, dass sie dann auch beschädigt und umgerissen werden. Also wir sehen dort im Prinzip in unserer, wie man sagen, lieb gewordenen Elbaue doch gewisse Probleme, dort diesen zivilisatorischen Charakter zu verwirklichen. Das Weitere ist, Sie wollen dann im Prinzip auch, die Problematik ist Ihnen klar, ein Stück weit, Sie möchten dann, dass im Prinzip eine Abschaltung in automatisch erfolgt. Ich stelle mir das dann vom Lingner Schloss so vor, wenn man da oben mal sitzt mit einem Glas Wein und dann kommt dann vom Blauen Wunder ein Radfahrer und dann geht dort so diese Lichtorgel so ein bisschen die Altstadt immer an, man sieht dort immer, wo der Radfahrer ist. Also ja, das hätten wir schon gerne mal in der Visualisierung gezeigt, wie witzig das dann aussieht. Insofern, wenn unser Änderungsantrag hier und diese Probleme, die wir hier sehen, im Prinzip vorher bedacht werden, dann wären wir gerne bereit, Ihnen den Spaß zu gönnen, die Zastrow-Beleuchtung auf dem Elberadweg im Prinzip zu installieren und dann zu betreiben und für eine neue Illumination des Elberad- und Wanderweges zu sorgen, auch wenn es im Prinzip vielleicht verfehlt ist. Ob Sie die Blendung von Halogenlampen mit Fahrrädern durch eine eigene Beleuchtung des Radweges wegbekommen, das wage ich zu bezweifeln, weil natürlich die Beleuchtungspflicht für die Radfahrer erhalten bleibt. Und ansonsten, denke ich mal, dass es dort aus den genannten Gründen, die wir hier mit reingeschrieben haben, doch eine ganze Menge Probleme zu bewältigen geben wird, die dagegen sprechen, eigentlich diese Beleuchtung am Ende zu bringen. Aber wie gesagt, wir wollen Ihnen die Chance geben, für mehr Sicherheit und mehr Sichtbarkeit auf dem Elberad- und Wanderweg zu sorgen. Vielen Dank. Okay, dann frage ich mal SPD-Fraktion, Herr Engel. Nein. Holger Zastrow jetzt gleich nochmal oder dann Schlusswort, werden wir sehen. Dann Grünen-Fraktion, Frau Krause, nein. CDU-Fraktion, auch nicht. Dann wären wir schon bei der Fraktionsrunde am Ende. AfD-Fraktion, nein, wahrscheinlich keine Meldung. Freie Wähler frage ich nochmal. Freie Bürger, nein. Und dann würde jetzt Herr Dr. Schulte-Wissemann reden. So, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich habe es Herrn Zastrow im Ausschuss
versprochen, dass ich hier in diesem Stadtrat ihn loben werde für sozusagen den Mut, diesen Antrag zu stellen. Denn ich habe mich in den letzten 10 Jahren an diesem Thema wirklich, habe ich mir die Zähne ausgebissen, Anfragen gestellt, mit Leuten geredet, bei der Bürgermeisterin und damals dem anderen Umweltverkehrsbürgermeister und so weiter und so fort. Es war kein Reinkommen, es ist alles irgendwie, alles nichts gewesen. Und jetzt haben wir halt sozusagen einen Antrag, der eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit behandelt. Und zwar, dass Hauptstraßen eine Beleuchtung haben müssen. Nun sagen Sie, Hauptstraßen, ich denke, es geht um Radwege. Ja, der Elbe-Radweg ist eine Hauptstraße für den Fuß- und insbesondere eine Hauptstraße für den Radverkehr. Und ich kann nicht eine Hauptstraße anbieten, und dann aber den Menschen sagen, ja, ihr könnt da ja nur fahren, wenn die Sonne scheint. So, die Hälfte des Tages, statistisch gesehen, ist dunkel. Und ich will mal hier auch ganz deutlich sagen, es geht hier nicht um irgendwie sowas wie eine Befindlichkeit. Oder es geht hier nicht um eine subjektiv gefühlte, ich fühle mich nicht wohl, da ist keine Lampe. Es geht darum, dass es dort dunkel ist wie in einem Loch. So, wenn nicht gerade der Mond scheint, gibt es da Stellen, man sieht wirklich nichts. Man sieht nicht 5 oder 10 Meter geradeaus. So. Und ich bin da langgefahren letzten Sommer und da ist mir meine Batterielampe genau an der Stelle ausgegangen. Und ich muss sagen, ich bin ja relativ risikoaffin. So. Aber das war mir zu viel. Ich bin abgestiegen, habe geschoben und bin durchs Gras gegangen, weil es einfach nicht geht, wenn dann sozusagen jemand schnell von hinten ankommt und man ist unbeleuchtet und man wird nicht gesehen über den Haufen gefahren. Also, es geht hier darum, dass wir eine Hauptstraße oder mehrere Hauptstraßen, also den Elbrad- und Fußweg, für den Radverkehr 24 Stunden benutzbar machen. Es geht nicht darum, dass der Elbradweg eine Flutlichtbeleuchtung wie irgendwie an der Grenze oder beim Boxkampf oder sowas bekommt. Ja, es geht darum, dass wenigstens etwas Licht da ist. Und das kann man natürlich mit den neuen Möglichkeiten der Technik, kann man das auch dezent machen. Es reicht ja, wenn da zum Beispiel so eine Lichtleiste am Boden ist, die ein bisschen Licht macht, oder von mir aus irgendwelche intelligenten Lampen oder Lampen, die indirektes Licht machen. Mir geht es hier darum, dass wir, wenn wir schon von Hauptradverkehrsrouten reden, wir nicht einfach so sagen können, nee, da brauchen wir kein Licht drauf, denn die Brücken zum Beispiel, die ebenfalls über die Elbe fahren, die Autobrücken, die haben natürlich Licht. Und da kommen wir da auch nicht auf die Idee zu sagen, naja, dann machen wir doch jetzt hier bitte bei allen Dresdner Brücken die Lampen aus. Das geht nicht. Machen wir auch nicht. Meine Damen und Herren, mein Zettel ist runtergefallen. Ich bin am Ende und ich hoffe, wir können sozusagen bald, ich weiß, es wird lange, lange dauern, aber irgendwann werde ich dann nachts um 2 mit dem Fahrrad schön leicht beleuchtet über den Elbradweg fahren können und freue mich, dass ich dann Sie nicht umfahren muss. Dankeschön. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Herrn Dr. Deppel, bitteschön. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich habe mich jetzt noch mal zu Wort gemeldet, weil hier meines Erachtens sehr leichtfertig über den Naturschutz hinweggegangen wird. Da wurde von Herrn Wirz ja der Paragraph 41a Bundesnaturschutzgesetz angeführt und so ein bisschen lächerlich gemacht, weil da sich angeblich die Formulierung drin finden soll, die Beleuchtung darf nicht leuchten. Ne? Nun, so blöde ist der Gesetzgeber nun nicht, dass er solche Gesetze macht. Ne? Von daher möchte ich jetzt mal zitieren, was der Paragraph 41a Bundesnaturschutzgesetz tatsächlich sagt. Er sagt im Absatz 1, neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, Außenbeleuchtung baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtimitierende Werbeanlagen sind technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtemissionen geschützt sind,
die nach Maßgabe einer Rechtsverordnung und so weiter zu vermeiden sind. Das steht dort drin und Nichtbeleuchtung darf nicht leuchten. So, warum steht so etwas da drin? Nun, es ist tatsächlich so, dass eben wild lebende Tiere und geringer vielleicht auch Pflanzen durch Lichtemissionen deutlich beeinträchtigt sind, weil das gehört nicht zu ihrem natürlichen Lebensumfeld. Und das zeigt sich insbesondere bei Insekten und bei Vogelpopulationen. Also wir kennen alle die Insekten, die dann eben über die an den Lampen schwirren und eben nicht ihrem natürlichen Lebenszyklus nachgehen. Und Vögel betrifft es genauso. Die sind wirklich in ihrem Biorhythmus massiv beeinträchtigt. Das führt zu hormonellen Umstellungen und das führt insbesondere dazu, dass meinetwegen bei Vögeln das Brutverhalten deutlich gestört ist, bei Insekten ähnliches Fortpflanzungsverhalten gestört ist und dass dadurch wirklich Populationen in ihrer Fortpflanzung beeinträchtigt sind und dass damit eben insgesamt auch die Biodiversität beeinträchtigt ist. So, nun nehmen wir mal die Elbwiesen. Die Elbwiesen sind ein großes solches Biotop und sie sind eben auch Landschaftsschutzgebiet. Das heißt, sie unterliegen einem besonderen Schutzstatus und über den kann man nicht so einfach hinwegsehen. Nun müssen wir manchmal Güterabwägungen vornehmen und da spielt natürlich schon auch der Unfallschutz eine gewisse Rolle. Aber das kann nicht dazu führen, dass eben durchgängig der Elbradweg beleuchtet wird. Da kann man meinetwegen hingehen und sich Unfallschwerpunkte angucken. Und ein solcher, denke ich, ist tatsächlich am Fährgarten Johannstadt vorhanden. Und dann kann man dort punktuell was tun. Aber wirklich, der Naturschutz lässt es nicht zu, dass wir jetzt eben durchgängig den Elbradweg oder Elbrad- und Wanderweg beleuchten. Und ich fahre da ja nun auch häufig lang eben mit dem Fahrrad. Und ich kann das, also was Herr Zastrow hier ein Schreckensgemälde gemalt hat, nicht teilen, dass jetzt also alle möglichen Fahrradfahrer dort mit aufgeblendeten Scheinwerfern rumfahren würden und. Also man kann sich dort gut bewegen und man muss eben tatsächlich an bestimmten Unfallschwerpunkten, da muss man besonders aufpassen. Deshalb können wir diesem Antrag nicht zustimmen und werden ihn ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Redner sehe ich nicht. Frag noch mal Holger Zastrow, Schlusswort, bitte schön. Wer hat alt, Frechheit. Im Kollegen Wirth sieht man das ja, bei mir aber nicht. Aber wirklich, geht dreimal die Woche ins Fitnessstudio, müssen Sie doch, also am besten. Ich muss doch, also, dann sieht das nicht, ich bin total enttäuscht. Also, ganz locker, das ist ein so kleiner, feiner Antrag. Da steht nirgendwo drin, dass der gesamte Elbradweg beleuchtet werden soll. Wäre auch ziemlicher Blödsinn. Es steht drinne, bestimmte Stellen, Herr Dr. Deppe, einzelne Konfliktstellen zu identifizieren und dann zu überlegen, was man dort machen kann mit der Technik, die uns zur Verfügung steht. Dass das kompliziert ist, wissen wir, das haben wir in der gesamten Beratung schon gehört, aber es geht um punktuelle Situationen. Das mit dem, es sollen doch keine Lichtleisten, Kollege Wirth, kommen und dann wie so eine Orgel, sieht auch vielleicht ganz gut aus, müsste man wirklich mal sich vorführen lassen, das soll es gar nicht geben. Aber dass zum Beispiel nicht die ganze Nacht das leuchten müsste, ist auch klar. No, das ist für die Zeit gedacht, wo es eben in bestimmten Jahreszeiten einfach viel Betrieb gibt, weil die Jogger auch in der kälteren Jahreszeit unterwegs sind, zwar sehr viele, was ja auch gut ist, und auch Radfahrer in der kälteren Jahreszeit, wenn es dort dunkel ist, dort unterwegs sind. Da haben wir in einem kurzen Zeitfenster, vielleicht bis 22 Uhr länger sowieso nie, halt dort Gefährdungsstellen und da was zu tun, ich sage mal, das kann doch nicht falsch sein. Und da geht es wirklich nur um ein bisschen was und der leichte Lichtschein, wenn man das machen dürfte, wahrscheinlich auch wieder verboten. Und da muss man bestimmte Werte einhalten, wie ich das hier so kenne. Normalerweise würde es reichen, wenn du ab und zu mal eine Lampe hast, weil einfach dieses leichte Ausleuchten, die ja zeigt, ah, da kommt jemand entgegen. Und am wichtigsten ist nicht der beleuchtete Radfahrer, der mich vielleicht blendet, sondern es ist eigentlich genau der Fußgänger, der nie beleuchtet ist. Weil den siehst du nie. Und den fährst du im Zweifel über den Haufen und das tut beiden weh. Und das ist es, mehr ist es nicht. Es ist ein ganz kleiner Antrag, ich bin völlig unaufgeregt. Es ist keine ideologische Debatte, zumindest von mir nicht. Deswegen bitte ich herzlich um Zustimmung. Danke. Okay,
dann würden wir wie folgt verfahren, genau wie beim vorhergehenden Tagesordnungspunkt würde ich redaktionell übernehmen, dass wir den Ausschussbericht in Punkt 4 ergänzen, was das Datum angeht, statt den 30. Mai, 31. Juli 24 eintragen. Würde ich jetzt auch nie abstimmen lassen. Und ich würde jetzt im Abstimmungsverfahren zunächst aufrufen, den Ergänzungsantrag Linke Fraktion, und bitte hier um das Stimmzeichen. Mit 17 Ja, 48 Nein, 3 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden. Und damit stelle ich den zwar redaktionell im Datum ergänzten, aber ansonsten unveränderten Ausschussbericht zur Abstimmung und bitte um das Stimmzeichen. Mit 36 Ja, 25 Nein, 8 Enthaltungen, so mehrheitlich beschlossen. So, es ist hier auf meiner Uhr 21.46 Uhr. Wartet doch erstmal. Wer widerspricht denn, wenn ich jetzt vorschlage, die Sitzung heute zu beenden? Niemand. Damit wünsche ich allen einen schönen Abend und bis demnächst.